Hallihallo bei Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Mod, die Rückkehr. Und ja, ich hatte mit meiner Vermutung doch recht, dass wir da hinten noch was machen müssen. Und zwar ist das folgendes: Wir werden noch kurz ein paar Viecher schlachten. Denn da hinten gibt es noch ein paar Warane und ein paar Feuerwarane. Unter anderem einen Bossgegner und den will ich gern haben. Deswegen, ja, schwimmen wir mal kurz ein bisschen. Dann müssen wir nur noch kurz später zwei Schreine noch besuchen, und zwar einen Innerschrein, einen Belia-Schrein, damit wir den Segen für Gomez bekommen. Allerdings, wie gesagt, schon beim letzten Part, ich bin mir echt nicht mehr sicher, wie das jetzt aussieht mit dem Crime-Count, wenn der nämlich zu hoch ist und ich nicht genug gebetet habe bei Innos, was ich ja eigentlich fast gar nicht gemacht habe, und ich habe sehr, sehr viele Leute beklaut. Das nimmt mir Innos auch ziemlich übel. Und wahrscheinlich, dass ich Nekromant bin, nimmt er mir noch übler. Werde ich erstmal noch ein bisschen beten müssen und erst dann können wir die Quest weitermachen. Das heißt, ich muss jeden Tag mindestens einmal beten. Oh, und da fällt mir ein, ich habe die Tränke noch drin. Die werde ich jetzt gleich aussetzen irgendwo. Weil, wie gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass ich die so hatte. Deswegen werde ich die in diese Truhe da vorne einfach reinpacken. Oder noch besser, ich lege sie bei Xardas in die Truhe. Weil wenn der sich mal wieder verzaubert, dann kann er sich gleich wieder heilen. Oh je, der erste Kampf mit dem Meisterdegen jetzt. Bin mal gespannt, wie der abgeht. Oh ja, der zieht gut. Der sieht allerdings so kurz aus, der Meisterdegen. Ist er aber definitiv nicht. Schlagradius 100. Ist natürlich nichts gegen mein edles Bastardschwert, aber immer noch länger als der Nomade. Was natürlich genial ist, ist mit der Volltrefferchance. Plus 10. Also plus 10 war ein Talent. Das macht natürlich einiges aus, sage ich mal. Na komm schon her. Schon tierisch ab jetzt mittlerweile. Okay. Dann gehen wir mal zum dritten Strand, ob da noch irgendwas ist. Wobei man das eigentlich schon fast nicht mehr als Strand bezeichnen kann. Ach, was mache ich denn jetzt hier? So. Ja, da oben höre ich schon wieder was. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. So, jetzt laufen wir nochmal direkt weiter. Denn das ist nämlich hier frisch dazugekommen. Wer es noch nicht weiß, in die Rückkehr haben die hier noch was hingeflatscht, sage ich mal einfach so. Ja, so ein Felsenstrand ist das hier. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon gezeigt habe. Und zwar, wenn man nämlich... Ach, was mache ich denn hier? Das ist alles so blöd, wir sind alles abgekantet. Wenn man hier hochgeht, kommt man ja praktisch in den Turm hier rein, in den hier. Allerdings musste man dafür einen Schattengolem hier aus dem Weg räumen. Den man mit einem Lichtzauber praktisch zusammenfallen lässt. Und ich gehe jetzt aber hier nicht rein, denn ich komme da nur raus, wenn ich durch den Teleporter gehe und dann oben vom Turm runterspringe. Weil da oben war nämlich das Buch Necronomicon versteckt. Ja. Das wird mir auch noch 10 oder plus 5 magische Kraft geben. Allerdings werde ich das erst lesen, wenn ich wirklich sehr, sehr viel Mana gelernt habe noch. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So auf jeden Fall nicht.
Oh, und ich rätsel jetzt gerade schon wieder rum, ob ich jetzt hier schon war. Weil hier gab es irgendwo noch eine Truhe mit... mit 2000 Goldstücken, glaube ich. Und zwar ist die hier versteckt, hier unten. Aber ich glaube, da war ich sowieso schon. Oh, ich war sogar noch nicht. Okay. Ach, Mist. Jetzt muss ich mir wieder aufschreiben. Jetzt wird die Kombination zu lang. Also, wir haben... Okay, sie war nicht schwer, aber sie war komisch, einfach nur, die Kombination. Und es sind wirklich 2000 Goldstücke drin. Sehr schön. Damit häufen wir unseren Reichtum noch etwas an. Ich denke mal, wir sind mit 34.000 Gold echt gut bedient mittlerweile. Wenn ich nur dran denke, dass man in Gothic 3 allein schon 150.000 Gold für die Paladin-Rüstung zahlen muss, wenn ich mich noch recht erinnere. Und auch 50.000, wenn man von so einem Ork irgendwas kauft, keine Ahnung was das war, da muss man glaube auch 50.000 Gold zahlen oder ihm einen sehr wertvollen Gegenstand bringen. Ja. Aber da ich ja einer bin, der immer alles erkundet, hatte ich mit dem Gold eigentlich so keine Probleme, denn da hatte ich sehr viel davon. So, okay. Hier müsste jetzt irgendwo ein Bossmonster sein, von den Varanen her. Zwar müsste der Feuerspeier oder so heißen. Bin mir aber nicht sicher, welcher das ist. Ich hoffe nicht der hier, nein. Denn vor dem möchte ich doch gerne noch einmal abspeichern, wenigstens. Bevor noch schlimme Dinge passieren. So. Kennen hier auch gigantischer Ausblick eigentlich auf das Meer und auf den Mond. Tierisch cool. Ich glaube, da werde ich sogar mal kurz abspeichern jetzt. Und zwar, wo speichere ich denn ab? Mal unterm Sicherungssafe. Ja, ich bin mir sicher, wenn man das hier so betrachtet und das im Zeitraffer laufen lässt, sieht man sehr schön, wie sich der Himmel noch verändert. Und es langsam dunkler wird. Hat schon was. Ja, wir stehen hier im Mondschein und trinken uns einen an gerade. Was anderes kann man in dieser Welt eh nicht machen. In dieser von Innos verlassenen Welt. Oh, jetzt muss ich gucken, welcher das ist. Ist das schon der Feuerspeier? Nein. Dann ist es der da vorne, der hier so rumschwebt da. Das wird der Feuerspeier sein. Das ist nur ein Feuerwaran. Und ja, gegen die bin ich eigentlich ziemlich gut geschützt. Wahrscheinlich auch dank des Trankes. Aber das kann sich schlagartig gegen diesen natürlich ändern hier. Und ich krieg echt wieder was ab. Das ist echt cool. Gefällt mir. Dann wollen wir doch mal sehen. Halt, ich brauche erst noch hier Maraulato aufladen. Ja, ich finde, wir sind echt schon ziemlich weit gekommen, muss ich mal so sagen einfach. Es liegt zwar grob geschätzt noch ungefähr nochmal das Doppelte vor uns, das wir bis jetzt gespielt haben. Aber, ja... ja, wir werden es schon schaffen. Und das ist hier der Boss hier. Jetzt hängt er natürlich. Genau am Boss muss er hängen. Aber er hat mich nicht erwischt bis jetzt. Ihr seht schon, das geht richtig scheiße langsam. Deswegen dränge ich den mal ein bisschen ins Wasser rein. Wenn ich es dann schaffe. Im Moment sieht es nicht so gut aus gerade. Besonders wieder nur Mist macht die Steuerung. Aber das ist wohl hier... ja, die Schwierigkeit daran. Man muss auch mit einer schlechten Steuerung gut spielen können. Und ich weiß nicht, was ich da hier gerade mache. Da mache ich nichts Anständiges. So. Das hat er aber sich jetzt so selbst zuzufügen. So sollte er ein leichtes für uns sein. Super. Echt voll. Jetzt muss ich es einfach riskieren. Denn der Varan ist schneller als ich. Der wird mich eventuell einholen. Ihr seht schon, wie es jetzt abgeht. Das ist vierfacher Schaden gerade. Ich treibe ihn lieber noch ein bisschen weiter rein.
Ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Oh nein, nein, ich kann nichts machen. Leute, lass mich weg. Ja, wir schwimmen ein bisschen. Und ich weiß echt nicht, wo der hin ist. Wo ist denn der hin? Okay, ich kapiere gerade ein paar Dinge nicht, aber das macht nichts. Ah, da rennt er wie von irgendwas gestochen weg. Wie von einer Blutfliege gestochen. Das werde ich gleich mal nutzen und ich hau mir jetzt einfach so einen reinen Lebensenergietrank rein. Ist mir völlig egal. Aber wo ist der jetzt hin? Ach, der wird schon wieder auftauchen. Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter. Dann spawnt er sich sowieso wieder hier hin. Hoffentlich natürlich in demselben Zustand, in dem er war, bevor er weggerannt ist. Okay. Außerdem gibt es da hinten noch was in dieser... Da ist so eine kleine Senke. Die zeige ich euch gleich. Da gibt es noch eine Steintafel zu holen. Und zwar irgendwas der Stufe 3. Wahrscheinlich, ich glaube, 2 haben oder die Stärke der Stufe 3. Aber ansonsten gibt es hier eigentlich recht wenig. Hier ist diese Senke. Und ganz hier hinten liegt irgendwo die Steintafel. Und ich will jetzt genau wissen, was das für eine ist. Aber ich bin ziemlich sicher, das ist der Stärke, glaube ich, 3. Weil es ist zu dunkel für eine 2-Hand. Also das kann nur die sein. Ich habe 2-1-2. Jetzt habe ich 2-1-3, das heißt, es war wirklich der Stärke 3. Das sind 6 Stärkepunkte, die wir uns hier gerade abgeholt haben. Leider kann ich es noch nicht einsetzen, denn ich habe erst peinlicherweise nur die Stufe 1 gelernt von der Sprache der Erbauer. Und da muss ich echt noch nachlegen. Und jetzt werden wir ihn auf jeden Fall erwischen. Wenn ich jetzt schleichen könnte, hätte ich mich ranschleichen können, aber ich glaube, das geht so nicht. Ich probiere es mal so. Ah, okay. Scheint zu gehen. Und jetzt wird er uns keinen Schaden mehr zufügen. Das garantiere ich. Ja, Heldenbonus, 1 Lernpunkt und 700 Erfahrung. Jetzt muss ich nur noch einmal steigen. Dann wäre das perfekt. So, wir sind ja hier drüben fertig. Dann lass mich kurz überlegen, was ich mache. Am besten, ich gehe erstmal wieder zurück in die Stadt. Ja, genau, erstmal zurück in die Stadt. Schnell Turbo-Modus. Dann kann ich ja eigentlich nochmal kurz an der Diebesgilde-Insel vorbeigucken, ob da vielleicht neue Viecher sind. Und die noch kurz abgrasen. Und dann gehen wir noch schnell zu Galahad hoch und geben ihm die Verbannungsspruchrolle. Denn wir brauchen ja von Xardas den Auftrag noch, dass er irgendwas will. Ich weiß auch gar nicht, was das noch war. Das muss ich noch mal kurz gucken. So, gibt es denn hier neues Viehzeug? Ja, gibt es. Geht es kurz im Speed Mode einfach, das ist mir egal. Denn ich muss wahrscheinlich sowieso gleich wieder schwimmen. Oder ich war hier noch gar nicht. Das kann natürlich passiert sein. Ja,
Ja, komm. Wir machen das mal ordentlich hier, sonst klappt das nie. Aber es ist schön zu wissen, dass wir da gerade eigentlich nichts mehr tun können. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, hier ist es erstmal ziemlich dunkel. Ha, und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hier durch kann. Das lässt sich aber eigentlich nachprüfen, denn wenn ich hier noch niemals drin war, dann würden hier noch irgendwo Kerzenständer rumstehen. Aber ich denke, ich war hier schon drin. Ich wage es einfach mal durchzulaufen. Ja, hat geklappt. Huh. Ja, hier war ich definitiv schon. Ja, okay. Ich habe selbst den Schlüssel von Hannah schon bekommen, mit ihrem Lederbeutel. Die hat ja den Schlüssel für die eine Truhe gehabt. Dann war ich hier schon, ja. Gut, dann geht's auch wieder raus gleich. Will ich mich jetzt gar nicht lang aufhalten hier eigentlich. Ja, Korinnes. Früher war das mal eine blühende Hafenstadt. Heute kommen kaum mehr Schiffe an. Es geht alles den Bach runter irgendwie hier. Und wir müssen alles richten. Aber, naja, ich sag mal so viel, es wird eh nichts mehr nützen. Aber dazu werde ich nicht allzu viel sagen. Manche wissen wahrscheinlich schon, die das Spiel durchhaben, worauf ich anspiele, aber für die, die es nicht wissen, ja, ist es vielleicht ganz gut, wenn sie es nicht wissen, denn sonst ist es sehr, sehr schade. Aber ich will auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Ihr werdet es selbst erleben. Entweder ihr spielt es selber oder ihr schaut meine 434. Folge an. Dann wisst ihr es wahrscheinlich auch. Ist doch nichts Neues. Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe was anderes. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Als ob du mir großartig geholfen hast, schon. Ich habe nicht schon Probleme. Kann ich jetzt nicht bezeugen. Er musste es ja besser wissen. Wollte Viper nicht eigentlich abhauen von hier? Hey, Viper, was ist los? Ah, ich frage ihn mal. Gucken wir mal, jetzt was anderes sagt. Hi, Viper. Wie geht's dir? Alles im Lot. Das Kumpel. Ist doch alles nur besser kann's einfach nicht sein. Das ist doch schön zu hören. Ich hätte das anders gemacht. Ah, ihn raube ich jetzt auch noch schnell aus, damit ich das endlich mit der Diebesgelde machen kann. Weil ich warte immer so lange, bis ich ihn ausrauben kann. Und dann erzähle ich ihm, mache ich das hier. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Es gibt doch nur noch mehr. Und nur das zählt. Okay, ja, mit ihm kann man jetzt auch nichts mehr sprechen. Such dir jemand anders. Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Da kannst du eh nichts dran ändern. Wie soll mir Kader für kurz meinen Lohn geben? Gib mir wundert mich nicht. Nö, brauche ich nichts. Genau das habe ich auch gesagt. Und es gibt noch mehr Geldbeutel zu klauen. Wahrscheinlich versorge ich mir damit meinen Innos-Count noch weiter. Dreckiger Dieb, na warte! Und so erst recht. Na, komm schon. Glaubst du wirklich? Gut. Kannst du eh nicht. Dann werde ich mal ein bisschen schlafen jetzt. Und dann gehen wir zu Galahad. Wird sich das jemals ändern? Das war genau so, wie du sagst. Und es wird noch viel schlimmer. Ich frag dir keiner. So.
So, schlafen ungefähr bis... Ja, bis 4 Uhr reicht eigentlich wieder. Ich muss ja nichts Großartiges machen im oberen Viertel. Gala hat es ja ständig auf. Glaube ich zumindest. Aber ich mag das einfach, wenn ich im Sonnenaufgang loslaufen kann. Das genieße ich immer richtig in der Früh. Da ist bis 8 Uhr schlafen eigentlich echt schon eine miese Nummer, sage ich mal. Ach, die Sprache, die muss ich auch noch lernen. So, Lothar. Hä? Okay, okay. Ja, er veräppelt uns wahrscheinlich wieder. Jetzt mit den Drachen, das glaubt er uns anscheinend immer noch nicht. Ich war bei Lord Hagen. Und? Du hast ihn doch nicht etwa mit deinen Drachengeschichten belästigt. Doch. Das darf doch nicht wahr sein! Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. So ein Spinner. Du wirst es noch früh genug merken, Junge. Aber du wirst es eh gar nicht mehr miterleben mit den Drachen. Das weiß ich schon. So, wir können mal ein bisschen mit Lord... Wie heißt er nochmal? Lord Hagen plaudern, genau. Ah, ja, stimmt. Das wollte ich ja noch nicht sagen. Da weiß ich nicht, ob das irgendeinen Bug vielleicht noch gibt. Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber ich werde das wohl erst im vierten Kapitel ansprechen. Na, warte du! Unter anderem auch, weil sich dann die Orks übers Land verteilen und das will ich nicht. Das ist wirklich nicht gut. Das hat er mich wieder erwischt. Komm, dritter Versuch wieder. Beim dritten klappt es normal immer. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, brauche ich nichts. Dann gehen wir jetzt zu Galahad endlich. Er wird, denke ich mal, irgendwo hier stehen oder sitzen. Okay. Ban gespeichert. So. Puh, was soll ich denn jetzt als erstes machen? Ich hab mir das schon gedacht. Zeig mir das. Erstmal gucken, was er für uns so hat. Geheimnisse der Zauberei. Ich kann mich erinnern, dass wir das Buch mal, dass ich da schon mal war an der Stelle, das Buch gekauft habe, aber dann nochmal neu geladen habe. Weil ich es nämlich eh schon habe. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo gefunden. Und zweitens, weil es, glaube ich, keine Erfahrung gibt und den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja die Rune, stimmt alles. Okay, dann das hier. Wegen der dich interessierenden Rarität. Ja? Hast du denn etwas Besonderes? Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. So, also ich könnte ihm theoretisch das andere, das alles auch geben. Allerdings ist halt die Ausbeute mit der Verbannungsspruchrolle am größten. Und da es nun mal 2 oder 3 Spruchrollen gibt und ich nur eine benötige für den Goblin, kann ich ihm die ja geben, bedenkenlos. Ja, diese Spruchrolle der Verbannung. Unglaublich. Das ist in der Tat ein äußerst rares Ding. Wo hast du es denn bloß aufgetrieben? Das willst aber wirklich nicht wissen. Und, passt es dir? Natürlich. Gib sie her. Hier hast du sie. Was ist jetzt mit meinem Buch? Selbstverständlich. Hier ist es, wie abgesprochen. Aber pass auf das Buch gut auf, noch ein Exemplar wirst du nirgends finden. Das werde ich. Gut. Jetzt habe ich leider gerade nicht aufgepasst, was er mir hier für ein Buch gegeben hat. Das ist natürlich sehr schlecht gerade. Ich habe leider gerade echt nicht aufgepasst. Oh Mist, oh Mist. Ich weiß echt nicht, was es für eins war. Er hat doch gesagt, es tut mir echt schrecklich leid. Ich habe gerade wirklich nicht hingeschaut. Ich bin so schlecht, ich weiß. Jetzt muss ich speichern und den alten Spielstand nochmal laden. Und warte, vielleicht geht das hier aus der Mission hervor. Oh ja, gucken wir mal rein. Oh, bis ich die Mission gefunden habe, habe ich es leichter nochmal geladen, glaube ich. Aber ich... Der vergebliche Weg war das. Okay, der vergebliche Weg. Das ist wirklich nicht mein Problem.
Hier ist es. Ich lese es einfach mal. Ich bin neugierig. Interessant. Ich habe mir das schon gedacht. Okay, kann ich jetzt nicht so arg viel damit anfangen, glaube ich. Aber Xalas wird schon wissen, wofür er das Buch braucht. Okay, dann gucke ich mal kurz auf meiner kleinen Liste. Ulfs Ring, ja, habe ich immer noch nicht gemacht, obwohl ich es offscreen machen wollte. Händlergilde geht erst, wenn ich wieder Minta bin. Wir können die Orkjagd-Mission abgeben bei Falk. Die Feuerwarane haben wir zerstückelt. Und die, was steht hier? 2 verschlossene Truhen bei Gomez. Ja, das kommt ja noch. Okay, dann würde ich sagen, wir rennen nochmal kurz zu Xalas hoch. Und gleichzeitig wollte ich ja noch am Innos-Schrein vorbeischauen. Das mache ich aber... Ich gehe erstmal zum Belia-Schrein. Bei Xalas ist ja einer oben drin. Mache ich das erst und Innos-Schrein mache ich demnächst, denn ich will jetzt nicht aus dem South Park-Modus raus. Da war nichts. So, jetzt mal gucken. Wir reden erstmal kurz mit Xalas, würde ich sagen. Also, ich verstehe ja, dass einer von uns los muss und das die ganzen Sachen erledigen muss, wegen Drachen und so, aber dass er hier die ganze Zeit nur vor seinem Kaminfeuer hockt, finde ich ein bisschen unfair. Ich latsche mir hier draußen meine... Hat er überhaupt Schuhe an oder keine Ahnung? Latsche mir da meine Füße platt und er sitzt halt davor. Ach, ich muss überlegen, was wir als nächstes machen. Ich suche Antworten in den Schriften, ja. Können gern mal tauschen. Aber jetzt gebe ich ihm erstmal das Buch zurück. Ich habe das Buch. Ausgezeichnet. Gib's her. Hier hast du es. Eben. Habe ich's mir doch gedacht. Einige Seiten fehlen. Stimmt was nicht? Ja, es stimmt was nicht. Das ist aber nicht so wichtig. Mach dir keine Vorwürfe, du kannst nichts dafür. Ich hätte selbst darauf kommen müssen. Wie geht's denn nun weiter? Hoffentlich wird mich diese Unannehmlichkeit nicht an der Fortführung der Experimente hindern. Es ist aber noch zu früh, um etwas mit Sicherheit zu sagen. Zuerst muss ich mich eingehend mit dem Buch auseinandersetzen. Du kannst dich erstmal weiter mit deinen alltäglichen Sachen befassen. Sei aber bereit für die nächste Aufgabe. Wie du sagst. So, die nächste Aufgabe gibt er mir, glaube ich, 2 Tage später. Und was das für eine Aufgabe ist, werden wir dann erfahren. Ich weiß es selber nicht genau, ich kann mir nur vorstellen, was dann kommt. Und ich kann mal prüfen, ob ich das, was er von mir will, ob ich das schon in genügendem Vorrat habe. Na, nicht ganz, glaube ich, aber da wir werden sehen. Vielleicht täusche ich mich auch und es ist eine ganz andere Aufgabe, aber wir werden sehen. Okay, ich laufe immer wieder falsch lang. Hier ist der Belia-Schrein. Das Problem ist, ja, es gibt ein Problem, und zwar, ich sollte die Klaue Belias nochmal ablegen, sonst gibt das Problemchen. Und das wird auch das nächste sein, was ich mich kümmern werde. Und zwar, dass wir endgültig das mit der Klaue Belias und den Senjak erledigen. Dass wir den zur Strecke bringen. Weil den kann ich langsam nicht mehr sehen. Seine Dämonen. Belia. Oh, ich wünschte, ich könnte jetzt Kraftausdruck sagen, aber ich spare mir das. Jetzt will er doch tatsächlich entweder 5 Stärke, 5 Geschicklichkeit, 10 Mana, 50 Lebensenergie oder 10.000 Goldmünzen. Ach, ich weiß nicht, ich tendiere gerade zwischen 50 Lebenspunkten und 1.000 Goldmünzen. Aber ich glaube, selbst 50 Lebensenergie würde mir jetzt sehr wehtun, das will ich nicht. Deswegen gebe ich ihm einfach 10.000 Goldmünzen. Wir rechnen noch ab, mein Freund. So einfach kommt der mir nicht davon, der Belia.
Besonders, wohin ist das Gold eigentlich gegangen jetzt? Also 10.000 Goldstücke sind schon einiges. Aber naja. Wir haben ja sowieso genug Gold. Immer noch 25.000. Dann muss ich jetzt wieder ein bisschen sparen. Ganz einfach. Um das wieder reinzuholen. Und ich habe es überlegt, wir machen jetzt doch hier in diesem Innos-Schrein kurz Halt. Damit ich diese schockierende Nachricht gleich bekomme, dass ich nicht beten kann, weil ich zu schlecht in der Gunst dastehe. Dann haben wir ein echtes Problem, würde ich sagen. Innos! Und ich würde schon sagen, dass es nicht klappt. Also da würde ich jetzt schwer drauf wetten. Ansonsten läuft irgendwas schief. Was? Ah, bitte, Leute, das kann echt nicht sein. So viel Mist, wie ich gemacht habe in dem Spiel, kann das eigentlich nicht sein. Aber hey, das kommt mir echt ziemlich recht gerade. Das macht nichts. Dann würde ich sagen, ich laufe schon mal unkoordiniert los und lese dann, was ich mache. Genau, wir wollten noch zu Sagitta und endlich den Trank abholen, den wir schon seit 3-4 Tagen bei ihr in der Mache haben. Und dann werden wir kurz seine Wirkung testen und dann werden wir endlich mal diesen Wein des Vergessens machen und so. Das habe ich auch schon seit einigen Folgen gesagt. Von selbst ist er nicht darauf. Man darf halt nicht alles glauben. Dann werde ich das mal tun jetzt. Und an diesem Ort. Und gleichzeitig geben wir noch die die Falk-Quest ab mit der Ork-Jagd. Und dann gehen wir auch schon wieder ins Minental, würde ich sagen. Das schaffen wir alles noch in dieser Folge. Das mache ich jetzt noch kurz. Sodass wir im Minental wieder in einer neuen Folge sind. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Sagitta und Falk. Dann laufe ich jetzt diesen Weg hier. Wahrscheinlich laufe ich gerade voll den Schrott zusammen. Aber ich glaube, so müsste es am schnellsten gehen hier. Oh, okay. Ich beende mir mal den Schnelllaufmodus. Und ich muss mich... Ah, jetzt habe ich wahrscheinlich was total vergessen hier. Totale Verschwendung gerade. 107 Mana jetzt verschwendet wegen einmal Seelen machen, aber... Oh, was ist denn hier los? Also langsam glaube ich echt, es liegt an meiner Maus. Weil irgendwie funktioniert da die linke Maustaste nicht mehr so gut. Irgendwas stimmt da nicht. Muss ich mal nachschauen lassen. Oder selber nachschauen am besten. Ja, ich bring meine Maus jetzt in die Werkstatt, genau. So machen wir. Jetzt hängt sie schon wieder. Also langsam habe ich echt das Gefühl, das Spiel will mich verarschen. Ganz derb. Oh, da ist ja wieder einiges dazugekommen hier. Und ich wollte mir noch Bier kaufen, habe ich natürlich gesagt. Weil, nicht weil ich ein Alkoholiker bin, sondern weil ich einfach dieses Mana brauche. So, jetzt habe ich gerade vergessen, dass das Bier so schnell geht. Jetzt habe ich extra länger gewartet. Muss ich mich nur dran gewöhnen jetzt. So, befindet sich hier noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Da war ich schon überall. Gut. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt sehr verwundert, dass ich für Innos, dass ich da so gut dastehe, immer noch, obwohl ich ja eigentlich erstens ein Diener Belias bin, eigentlich, grob gesagt, dann zweitens bin ich, habe ich schon so viele Leute beklaut und eigentlich umgehauen, dass es eigentlich nicht sein kann. Aber was soll's. Hey, du.
So, jetzt fragen wir mal, wie es nach dem Trank steht. Wie sieht es mit meinem Trank aus? Hier ist er, lass ihn dir schmecken. Danke. So, jetzt gebe ich hier noch eine direkt, aber zuerst gucke ich nach, wie viele ich denn habe. Es dürfte aber nur noch eine sein im Moment. Ein Sonnenaloe. Aber ich beraub das sie nochmal kurz jetzt. Jetzt ist es sowieso eh egal. Hey, jetzt du. Bin ich auf Innos Hilfe nicht mehr so angewiesen. Oh, da ist er aufmerksam geworden. Ganz schlecht. Hey, du. Oh. Hey, du. Also einmal probiere ich es jetzt noch, dann mache ich es beim nächsten Mal. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Part. Bis dann.